Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, heute gehen wir in die nächste Prüfung. Und das hier ist unser Team dafür. Ja, wir haben unsere beiden Boden-Pokémon dabei. Nachdem als Gesteins-Pokémon. Ich habe auch jetzt Miteno mitgenommen. Ist zwar Typ Flug, aber da, es konnte Reflektor lernen. Hatten wir ja als Tender gekauft. Könnte also ganz praktisch sein. Und wie gesagt, wenn das im Notfall eigentlich sterben sollte, dann ist das auch nicht ganz so schlimm. Es ist kein Pokémon, was ich jetzt unbedingt brauche. Ich hätte mal Gunja mitgenommen, was wir hier gefunden hatten. Konnte halt noch Felsgrab bei denen, habe ich aber beigebracht, weil wir hatten einfach nichts Besseres mehr unbedingt, was ich hätte mitnehmen können. Und wir könnten an sich auch Superzahn einsetzen, falls es irgendwie Full Life hat oder so. Und ja, das hier wundert euch vielleicht, warum ich das mitnehme. Das habe ich einfach so als, ich sag mal in Anführungszeichen, Opferungs-Pokémon, weil ganz ehrlich, das werde ich nie im Leben mehr irgendwann brauchen. Und falls ich mal ein Pokémon mit Full Life raushaben will, dann schicke ich das rein, das stirbt und dann kann ich natürlich das Pokémon safe einfach rausholen. Ist so einfach mein Plan dabei gewesen. Weil das werde ich sonst einfach nie im Leben brauchen. So, aber das Ding ist, ich glaube, das ist ja ähnlich wie bei der Feuerprüfung. Dass das Pokémon, was wir zuerst rausschicken, die ganze Zeit kämpft, bis wir beim Herrscher sind. Wir können es, glaube ich, vorher nicht heilen. Deswegen müssen wir überlegen, auf jeden Fall, wem wir das nach vorne schicken. Ich habe auch jetzt allen dreien hier einen Z-Stein gegeben. Und der Blue nicht, ne. Aber am besten, weil der hat halt nur 38 Angriff, ne. Der ist echt nicht so stark. Der hat halt nur übelst hohe Verteidigung. Den werde ich wahrscheinlich wieder mit ihm mit Felsgrab oder mit ihm mit Felsgrab das einsetzen. Ich glaube, ich bleibe mit dir auch einfach vorne. Ja, dann gehen wir mal rein in die Prüfung. Hallo. Chris an Kontrollzentrale. Ein neues Ziel befindet sich im Anflug. Vermutlicher Auftreffpunkt, die Prüfungsstätte. Kontakt in 54321. Sag mal, magst du den Festival Plaza? Nicht wirklich. Keine gute Antwort. Ach egal, fangen wir einfach an. Wann? Hier und jetzt. Im Prinzip ist es das Ziel der Prüfung, das jeweilige Herrscher-Pokémon hervorzulocken und ihm die eigene Stärke zu beweisen. Da kam mir eine Idee. Was, wenn es einen Weg gäbe, Herrscher-Pokémon auf der Stelle herbeizurufen? Also habe ich ein bisschen rumprobiert und eine Maschine gebaut, mit der man einen Herrscher-Pokémon rufen kann. Warum ich diese Maschine erfunden habe? Dafür muss ich etwas weiter ausholen. Hier in der Sternwarte untersuchen wir in erster Linie Schallwellen aus dem All. Wir Menschen können diese Schallwellen leider nicht wahrnehmen, Pokémon hingegen schon. Die Schallwellen, die wir hier abfangen, werden schließlich in die weite Welt hinausgeschickt. Damit wir überprüfen können, wie die Pokémon auf sie reagieren. Das Equipment, das wir dabei zum Einsatz kommen, stellt die Grundlage für meine Maschine zum Rufen von Herrscher-Pokémon dar. Die Schallwellen, die wir hier abfangen, haben uns aber auch bei der Entwicklung des Sicherheitssystems der Sternwarte geholfen. Die Idee dafür stammt übrigens nicht von mir, sondern von Marlon. Wo wir gerade dabei sind. Ich wollte meine Maschine eben einweihen. Sieh dir das Experiment doch einfach mit an. Aktiviere Herrschomat Modell 2.0. Also dann, Herrscher-Pucke. Zap. Boah, ein Stromausfall. Verflixt, die Tür ist verriegelt. Wo kriege ich denn jetzt das Sicherheitssystem. Wie kriege ich denn jetzt das Sicherheitssystem deaktiviert? Wenn ich die Tür öffnen kann. Ach ja, über das automatische Soundeffekt-Quiz. Das heißt so bescheuert. Keine Sorge. Ich spüre eine ungewöhnliche Präsenz. Das Herrscher-Pokémon ist auf dem Weg hierher. Die Prüfung kann also trotzdem stattfinden. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Damit sie die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage 1. Welches Ereignis öffnet man? Aber welches welches Ereignis? Man ordnet man den folgenden Soundeffekt zu, meine Fresse, ey. So, lass heilen. Pokémon heilen, genau. Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Mabu. Ah, kaum ist die Tür aufgegangen, ist ein Pokémon ins Zimmer eingedrungen. Das ist dann wohl ein Fall für dich, Neko. Ein Marbula. So, damit wir auch safe keinen Damage bekommen. Ich glaube, ich werde einfach hier auch die Z-Attacke einsetzen. Von daher hat er beim Felsgrab irgendwie mit 1 HP überlebt oder so. Wir sind halt nicht Typ Gestein. Und Felsgrab ist jetzt auch nicht so die stärkste Gesteinsattacke. Sagen, da wir jetzt durchgehend kämpfen, bis wir beim Herrscher sind, will ich am besten keinen Damage bekommen.
Ja, vielleicht wird er ja auch wieder ganz einfach mit One-Shot den nachher. Kann natürlich auch sein. Dass ich mir zu viel Gedanken mache, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Ich wusste, du packst das, Neko. Dumm nur, dass die Tür wieder zugegangen ist, während wir hier geplaudert haben. Keine Sorge, das Herrschaft-Pokémon wird auftauchen, da bin ich mir sicher. Präsenz des Herrschaft-Pokémon wurde in der Ferne festgestellt. So, ja, gut, bla bla bla. Welches Item hält man bei dem folgenden Soundeffekt? Also, wenn dann sagen Rotom. Also, dann Bär und TM müsste das ja, wenn dann überhaupt denselben Soundeffekt machen oder nicht, damit ihr aufsammelt. Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Hakup. War schon wieder, ist einfach mal hereinkommen. Es gehört ganz dir, Neko. Und wieder dasselbe Spiel. Brauchst du nichts erlernen, dankeschön. Ich wusste natürlich, dass du das packst, Nero. Ah, während wir hier plaudern, ist die Tür nun leider schon wieder zugegangen. Keine Sorge, das Herrscher-Pokémon wird auftauchen, da bin ich mir sicher. Das Herrscher-Pokémon kommt immer näher. Die Aktivierungsfrequenz des Sicherheitssystems bei 50%. Damit sie die Tür öffnen, musst du zuerst bla 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 bla. Welches Pokémon hört man bei dem folgenden Soundeffekt rufen? Tja, wieder Akup oder Marbula? Hätte ich eben auch gepasst, als wir dagegen gekämpft hätten, hätte ich es gewusst. Ich würde sagen, also Marbula. War wohl falsch. Ja komm, bla 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 bla, machen wir dann normal, dann wird es wohl Akku sein. Richtig. Okay, die Tür geht zwar auf, aber das ist doch bestimmt wieder. Ich wusste es doch. Da kümmerst du dich am besten wieder drum, Neko. Selbe Spiel nochmal. Upp, upp, upp. Erdkräfte, ja, wir sind leider physisch nicht so speziell. Das heißt im Griff, Eko, super. Aber schon wieder ist die Tür zugegangen. Warum mache ich bloß immer den gleichen Fehler? Das Herrscher-Pokémon. Ich spüre es für mich, muss ganz nah sein. Das Herrscher-Pokémon ist bereits sehr nah. So, wer oder was erscheint bei dem folgenden Soundeffekt? Ja, wahrscheinlich der Herrscher, ne? Richtig, die Tür öffnet sich nun automatisch. Hm, dieses Geräusch, es ist hier. Duna! Da ist es, das Herrscher-Pokémon. Zeig, was in dir steckt, Neko.
Denarion, das Herrscher-Pokémon der Sternwarte ist erschienen. Na, gucken wir mal, was unsere apokalyptische Steinfresse hier anrichtet an Schaden. Nicht mal halbes Leben. Mein Gott, ein Käferbiss macht viel mehr Damage, als ich gedacht hätte. Holy shit. Jetzt ruft er ja noch einen Mitstreiter. Okay. Aber ganz ehrlich, eine Runde müssen wir halt noch tanken. Weil ich jetzt schon rausgehe, dann ist hart. Hier wird ein Ladevorgang. Das heißt, sein Spezialangriff steigt und seine Elektroattacke macht an sich mehr Damage. Ja, Spezialverteidigung, so war das. Das ist ja nicht so wichtig. Aber eigentlich ist es. Warte mal. Scheiße, ich hab mich aufgepasst. Wie viel Schaden war das jetzt? Sterben wir jetzt wegen dem Angreifer? Er wird durch den Felsgrab jetzt sterben, Donarion. Aber eigentlich will ich Diktri jetzt nicht unbedingt verlieren, muss ich sagen. Das ist ein Fall für das Opferungs-Pokémon. Weil für die Definitiv brauche ich es halt nicht, ne? Aber ich brauche meinen Spektor eigentlich auch nicht. Das wird sogar noch überleben, aber es wird durch ein Felsgrab, weil ich viel Angriff hast du. Jetzt also machst du mit dem Felsgrab genauso viel Schaden an sich. Hast du wirklich viel Angriff hast du? 81, das ist viel mehr als Diktri, oder nicht? Aber nicht sehr viel mehr. Da ist die Frage, ob ich jetzt das oder ob ich das Ding? Super Theorie her. Ja, eigentlich brauche ich dich viel weniger, ne? Weil ganz ehrlich, eigentlich ist mein Spektor halt stärker als ein Hibiskus. Hab ich opfer das jetzt einfach, weg damit. Weil wenn ich das anderes Pokémon raus tue, das noch irgendwie hier nach Seto, sie werden ja auch alle halt Half-Life werden, wenn ich die reinschicke. Ich opfer das vielleicht nicht, kannst du mich bitte töten, Akub? Ja, dass die Startverteidigung steigt, ist mir eigentlich relativ egal. Das hast du auch noch überlebt, ey, meine Fresse. Ja, mein Charme. Ich war schneller als die beiden. Obwohl, ist andererseits halt geslot worden schon, aber warum bin ich schneller als Akku, ey? So, du hast deinen Job erfüllt. War schön mit dir. Jetzt können wir safe hier reingehen. Dann gehe ich jetzt hier rein. Einfach mit dir. Bist aber auch noch recht langsam, ne? Aber es wurde ja eigentlich geslot, also eigentlich. Na doch. So, Felsgrab. Sei tot! Ah! Aua! Wir haben keinen Aufwärmen, der Angriff ja versenkt, ne? Ja, stimmt, der easy. Okay. Denkst du, triffst nicht safe, ne? Ne, 95 noch. Dann mach ich halt den Doppelkick auf, wenn er uneffektiv ist. Aber das sollte der auf jeden Fall sterben. Okay, Herrscher besiegt, andererseits soll es kein Problem mehr sein. So, da haben wir es aber kurz irgendwie nach Snit rein, machen Steinhagel. So, haben wir jetzt Libiskus geopfert, aber ganz ehrlich, wie gesagt, dafür hatte ich das dann mitgenommen. Daher schaffe ich das jetzt eigentlich auch nicht. Tja, Lars geht, wie gesagt, hat halt nicht so viel Angriff. Hätte man hier auch gerade. Ach komm, der Ernst, das präsentierst du mich noch. Okay, warte, nächstes Pokémon.
Ja, du hast mehr Angriff. Aber du hast sogar, du hast erstmal Verteidigung, bis du in deiner Angriffsform bist, ne? Hm. Nein, das reicht nicht für meine Angriffsform. Ach, das ist doch kacke. Ah. So, geschafft. Aber jetzt hat trotzdem alles Half-Life von uns, ne? So ist es natürlich nicht, ja. Oh, und wir haben jetzt einen Pampus. Chris, Marlon, du hast als Captain mal wieder eine richtig gute Figur abgegeben. Nico hat von deiner Hilfe sichtlich profitieren können. Und dein Experiment war auch ein Erfolg. So wie es aussieht, verbraucht dein Herrschomat-Modell 2.0 noch zu viel Strom. Es gibt also durchaus noch Raum für Besserung. Vielleicht kriegst du ja abrupt dazu, dir die Energie beizusteuern. Hier, Nico, für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Schau genau hin. Im Dunkeln habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Wenn du mir jetzt direkt so ins Gesicht schaust, werde ich ganz nervös. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Stromausfall, wenn man ihn braucht? Also danke und herzlichen Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden. Ich gratuliere zur bestandenen Prüfung und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast noch wie verrückt. Hehe, du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt, aber hier auf Ula Ula laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde vom Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber du hast es wirklich drauf, Lego. Hm, Chris scheint viel von dir zu halten. Gut, dann habe ich hier auch noch was für dich. Ah, Metallium Z. Diesen Z-Kristall habe ich mir zusammen mit meinem Pokémon auf meiner Inselwanderschaft erkämpft, um stärker zu werden. Aber dir ist er jetzt besser in besseren Händen. Keine falsche Bescheidenheit, nimm ihn nur. Ich hätte übrigens noch eine Bitte an dich. Der gute Kukui hat dir nämlich neulich etwas liegen lassen. Ja, schön. Der hat bestimmt seine Maske, also ist aus der Hosentasche rausgefallen, ne? Kukui wollte zum Mali hier Ziergarten zurück. Entschuldige für die Umstände, aber könntest du die Maske bitte bei ihm abliefern? Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Jo, aber das war's dann erstmal für heute, würde ich sagen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.